Hallöchen, ihr lieben Drachis. Ich habe die letzte Insignia gefunden. So. Schaut mal einer an. Jetzt haben wir dieses Lager sogar zu 100% abgeschlossen. Es wird also noch nachberechnet. Das war auch eine sehr unauffällige Stelle hier. Muss man ja mal sagen. Wirklich leicht zu übersehen. Da unten steht unser Magnum Opus. Allerdings kommen wir da jetzt mal eben nicht so drauf. Ich möchte da gerne hin. Dann gehen wir mal hier raus. Ja, es ist also definitiv möglich, nachträglich ein Lager dann auch noch zu 100% abzuschließen. Das heißt, in das eine Lager müssten wir dann nachträglich auch noch rein. Was macht denn unser Freund da hinten? Wenn ich die sehe, dann muss ich sie auch auseinandernehmen. Da komme ich nicht drum rum. Da schien das Fahrzeug gewesen zu sein, was ich stehen gelassen habe. Weil hier ist ja keiner mehr gewesen. Sammeln wir uns die Sachen auch noch mal eben ein. Schauen wir mal an die Karte, was machen wir denn? Wir könnten das Top-Dock-Lager ausräumen. Wir könnten hier nochmal das Ölpumpenlager ausräumen. Hier fehlt uns noch die eine Insignie. Hier können wir Schnellreise machen. Klar. Hier hätten wir noch den Grifferstandort. Hier hätten wir noch den Ausguck. Da können wir Gucke-Gucke machen, um zu sehen, was hier noch so los ist. Hier oben sollen wir hin. Ich bin aber der Meinung, dass wir hier nochmal das Gaswerk machen werden. Ja. Beseitige die Bedrohung und in diesem Bereich. Was auch immer da ist, vielleicht gehen wir auch erstmal dahin. Weil hier wird mir irgendwie so viel angezeigt. Wurde mir so viel angezeigt. Lager, Vogelscheuchen, Sniper, Minenfelder. Danke. Ich finde Minenfelder ganz reizend. Da ist doch eine eure Vogelscheuche. Aua. Ja, genau wie fliegen. Ist schon klar, Kollege. Wir haben auch sonst nichts zu tun. So, damit ist die Vogelscheuche auch weg. Genau, du reparierst mal ein bisschen das Auto. Ich möchte hier mal leben. Ja. So, was haben wir hier? Abgeschlossen. Was? Der verfolgt uns nicht. Halt. Was liegt da rum? Na, das nehmen wir doch gerne mit. Einfach mal Schrott auf der Straße. Schönes Ding. So, jetzt mal den Gas geben. Ach du Scheiße. Aua. Entschuldigung. Da
Da muss ich mir ja mal ein Bild von machen, ne? Mit dem Konvoi. Foto machen. Ja, ich weiß. Ich möchte aber gerne ein Foto mit die X-Truppe machen. Bleib doch mal stehen, Kollege. Ich krieg dich. Du brauchst gar nicht versuchen abzuhauen. Ich bin immer noch eine ganze Ecke schneller als du. Spätestens jetzt gleich werde ich auf deiner Höhe sein und dann werde ich dich aus deinem Fahrzeug schleudern. Oder auch nicht. Hallo? Kann ich den denn nicht anvisieren? Hey, Kollege. Also ich muss sagen, unser Auto hat extrem gelitten. Chumbaget, das Auto gehört jetzt dir. Ich werde den Wagen jetzt mal zur Jeans Festung bringen. Die Karre sieht sehr interessant aus. Ich weiß nicht, ob es mir was bringt. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir das Auto noch gar nicht haben. Deswegen einfach mal schauen, ob uns das was bringt. Ich kann mir vorstellen, dass die Karre auch relativ viel Schrott bringt. Ich kann mich jetzt natürlich auch täuschen und sie bringt uns im Endeffekt einfach gar nichts. Das kann auch gut möglich sein. Sie lässt sich auf jeden Fall sehr interessant steuern. Nee. Ja, ja, ich weiß. Das ist eine sehr interessant zu steuernde Karre. Ich will dich aber trotzdem zur Festung bringen. Ich will wissen, ob ich Schrott von dir bekomme. Irgendwas muss diese Konvoi-Karre ja bringen. Auf jeden Fall hat hier sehr interessante Felgen drauf. Das war eine ganz schöne Ecke, bis wir zu unserem Lager kommen. Ich wusste gar nicht, dass die Strecke so lang ist. Naja, vielleicht bin ich ja schon dreimal falsch abgebogen. Na, nun komm hoch da. Kann ich runterschalten. Und jetzt ab um die Kurve hier. Ja, schönes Ding. Und kurz stehen bleiben. Ja, interessante Felgen. Ist eine Art Kreissäge da dran, oder? Das ist so ein Radschutz, den er da hat. Na? Dieses Fahrzeug ist kein Sammelstück. Ah, schade. Es hat also gar nichts gebracht. Ich dachte, wir kriegen zumindest ein bisschen Schrott oder so. Ja, würde ich mal sagen, wir fahren... Ja... Wir fahren jetzt mal nach Griffa. Wir fahren diese Folge nach Griffa. Weil, ja, ich könnte jetzt zwar noch mal versuchen, das Lager anzugreifen, aber ich glaube nicht, dass es das groß was bringt. Ich könnte mich jetzt aber auch einfach mal hinstellen, nachdem wir jetzt diesen Transport mehr oder weniger ja völlig auseinandergenommen haben. Und ich könnte ja mal ein bisschen in den Biografien vorlesen. Das wäre vielleicht auch mal eine sehr interessante Sache. Ich glaube, ich werde das diese Folge mal machen. So, gucken wir doch mal in die Biografien rein. Da haben wir bei den Charakteren was Neues. Und zwar Jeet. We were a force to be feared around these parts. Now with Warlord Scrotus's goons out there, we're weakened. We gotta get our hands on some of that sweet black thunder to even the odds. Ja.
So. Jean ist der junge Anführer einer großen Festung in der großen Weisen. Er war der Herrscher des Gebiets, bis Grotus durchdrehte und Stank Gam sowie seinem War Voice befahl, Energie in Chaos und Verwüstung anzurichten. Jean ist ein rasant sprechender junger Mann, der leichte Ähnlichkeit mit einem Frettchen aufweist und über mehr als einen fiesen Charakterzug verfügt. Er hat vor, sein Herrschaftsgebiet zurückerobern. Doch dabei könnte er die Hilfe eines Fremden gebrauchen. Jeet leidet an einer psychotischen Störung, weshalb er ruhelos und zappelig ist und zu Gefühlsausbrüchen neigt. Um sich selbst unter Kontrolle zu halten, greift er zu Mitteln der Selbstverstümmelung. Er sticht sich mit messerscharfen Pfeilspitzen in die Haut. Jeet weiß, dass Jumpocket ein sehr begabter Mechaniker ist, würde ihm doch niemals vertrauen. Ja, der sieht auch, nicht sehr nett aus. Haben wir hier noch jemanden? Oh, was ist denn hier? Was taken and destroyed. I must build me a new one. Better and faster than the black on black. Max, von vielen begehrtes Überlebensfahrzeug, ein stark modifizierter Interceptor Pursuit Special. Er wurde mit einem V8-Kompressormotor sowie mit zwei großen Zusatztanks ausgestattet und für das gnadenlose Ödland angepasst. Der Wagen, der auch als Black on Black bekannt ist, enthielt alles, was Max brauchte, um die Ebene der Stille zu überwinden. Als Max die äußeren Gräber erreichte, wurde ihm der Black on Black von Scrotus Warboys entrissen und ausgeschlachtet. Mit Hilfe von Jumpocket muss Max sich daran machen, ein neues Überlebensfahrzeug zu erschaffen, das noch stärker und stabiler ist als der ursprüngliche Black on Black. Ja, wobei ich den auch ehrlich gesagt schon. Also, ich finde den echt cool. Was haben wir hier unten für einen? The Magnum Opus. My life's work. She is the Angel Combustion. Becoming flesh or steel, as it is. Since the Angel Combustion sent me the Warrior Saint, I am sure of my destiny. Heftig, heftig. Also, dieses Auto sieht so schon wirklich. Sehr interessant aus, ja. Mal gucken, ob der nachher wirklich so aussieht. Das schnellste, gefährlichste und außergewöhnlichste Ein-Mann-Überlandfahrzeug, das im Ödland je gebaut wurde. Ja, das glaube ich aufs Wort. So, was haben wir noch an Biografien? Ja, wir haben Matt, wir haben Max selber. Komm, hier noch. To find peace, I must reach the plains of silence. To reach them, I need a machine as good as the Black on Black. Or better. Max ist ein Einzelgänger auf der Flucht vor sich selbst und seiner Vergangenheit. Als die menschliche Zivilisation in den letzten Zügen lag, hat sinnlose Gewalt ihm die Familie geraubt. Seitdem ist er unterwegs. Er überlebt von einem Tag zum anderen, geplagt von einem Missklang aus verzerrten Erinnerungen, Geräuschen und Visionen. Schon vor langem hätte er aufgehört zu kämpfen, zu atmen. Doch sein Körper gewährt ihm keine Ruhe. Sein Überlebenstraining ist in seinem motorischen Gedächtnis verankert. Deshalb hat sein verwirrter Verstand einen geheimnisvollen Ort erschaffen, den er die Ebene der Stille nennt. Dort hat er vor, Frieden zu finden und seinen seelischen Schmerzen ein Ende zu setzen. Die Stimmen der Geister seiner Vergangenheit verstummen zu lassen. Er hängt sehr an seinem alten Wagen, den Interceptor, den er auch Black on Black nennt. Dieser ist wie ein Teil seiner selbst, eine Voraussetzung für das Überleben im Ödland. Als der Interceptor gestohlen wird, ändert sich für ihn alles. Doch wie immer macht Max einfach weiter und findet neue Wege zum Überleben. Ja, ein wahrer Überlebenskünstler. Muss man so sagen. Scrotus Armee haben wir hier noch. Oh, Warboys. Ich bin ein Warboy des Scrotus, schneller als jeder Pop wirst schon sehen. Blutige Warpups, die ihr Können auf dem Schlachtfeld unter Beweis gestellt haben, verdienen das Recht und die Ehre, als Warboys ausgezeichnet zu werden. Sie kennen sich im Kampf aus und können Situationen besser einschätzen, weshalb sie angreifen, häufiger ausweichen und Gegenschläge ausführen.
Obwohl sie den größten Teil von Skotos Armee ausmachen, befinden sich Warboys in der Hierarchie recht weit unten. Das kompensieren sie, indem Warpups prügeln und schikanieren, wann immer sie können. Jabba Boys, Skotos führt meine Klingen. Rot wird fließen und tropfen, als kämen sie aus dem geplatzten Vergaser. Warboys sind von Kind auf in der Kriegskunst unterwiesen worden. Einige werden aufgrund ihrer besonderen Talente im Umgang mit Messern dazu erwählt, als Jabba Boy zu dienen. Man fürchtet sie wegen ihres Könnens bei der Handhabung äußerst scharfer Klingen. Die Jabba Boys sehen sich selbst als Mitglieder einer angesehenen Elite und stolzieren auf eine Art und Weise umher, wie es sonst nur jene tun, die in der Hierarchie etwas höher stehen. So, und ich würde mal sagen, in der nächsten Folge machen wir dann mit Skrotos Armee weiter. Jetzt wollen wir nochmal weiter zu Grifa und den mal in der Folge abarbeiten. Da müssen wir hier lang. Halt, stopp, aua. She's in pain, Saint. Ja, repariere ihn mal. Hey, Griffa, komm noch mal her. Ich möchte mit dir reden. Lalalala. Once you had everything. Purpose, love, family and friends. They ripped it all from you. You drifted far from what you were. But you still lie inside. Dormant, waiting to rise again. No. This is what I am. Maybe not. Perhaps you fear him you carry inside. That he'll hurt you with his weakness. Enough. Very well. Let's have a peek what you've hidden within. Come out. So. 6 habe ich. Was kann ich denn hier? Erhöht Max-Fähigkeiten, mehr Schaden zu ertragen durch Erhöhung seiner Gesundheit. Finde ich immer gut. Erhöht Max-Fähigkeit durch Nahrung, mehr Gesundheit zu regenerieren. Finde ich auch gut. Benutze ein Zeichen um Max Legendenstufe um eine zu erhöhen. Okay. Erhöht Max Fähigkeit mehr Wasser von Wasserquellen zu kriegen. Okay, erhöht Max Fähigkeit beim Plündern mehr Schrott zu erhalten. Weniger Treibstoff zu verbrauchen ist auch ganz nett. Obwohl, warte. Treibstoffmangel habe ich eigentlich noch gar nicht. Durch Waffen mehr Schaden. Länger im Wutmodus ist eigentlich richtig nett. Oh, mehr Munition, das ist auf jeden Fall. Bevor sie zerbrechen, okay. Jetzt doch noch einmal den Tank. Und einmal mehr Schrottplünderung. Und das möchte ich gerne so haben. Ja, dankeschön. So, Max, dann steh mal wieder auf. Und mit dieser wunderschönen Aussicht möchte ich mich dann auch von dieser Folge von euch verabschieden. Ich werde mir jetzt nochmal eine Folge Stargate Universe reinziehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, mit Max einsam in der Wüste umherfahren. Bis dann, eure Drachenklaue.